Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Astral Chain. Jenna hat hier mal wieder Stress gemacht und wir haben unsere Investigation natürlich mal wieder am Harmony Square gestartet, warum auch immer. Haben wir soweit alle Nebenaufgaben gelöst, oh Gott, und ich versuche schon wieder mit der Monster Hunter Steuerung zu rennen und ja. Wir geben uns jetzt mal in Richtung Hauptmission und in Richtung Jenna hoffentlich. Natürlich bin ich bereit. Okay, let's go. Let's go. All who tremble in fear, desperate, listen to my voice. Soon, very soon, I will bring you justice. I will open the gates to our true future. Abandon fear, and you will know true peace. Jenna, over there! Da bin ich aber gespannt, was sie für ein Gate öffnen möchte. Macht sie es eventuell jetzt schon? Sieht ein bisschen abgerockt aus, die Alte, muss ich sagen. You people are leading all of humanity straight to damnation. Straight to damnation? You're the terrorist here. You don't understand. Ja, wie wär's, wenn du uns da mal aufklärst? All because of how you were born. Doomed to be used. By those idiots until you die. Chained to your fate. Powerless. Oha. But if you stay quiet and open your eyes, I might even save you. Oha, was geht hier ab? Oh nein, wir sind von Akira getrennt, mal wieder. Mann, Mann, Mann. What the hell? What the fuck? Okay, jetzt geht hier der Punk ab, oder was? Das ist auch ein geiles Outfit. Hauptsache der Schlips noch darunter, ja? Ach, schon wieder so ein Furunculus. Homunculus. Irgendwas. Gamma hatten wir beim letzten Mal. Keine Ahnung, was es jetzt ist. Zeta. Ich weiß es nicht. Hat so ein bisschen was von King Kong, ehrlich gesagt. Wie das Viech da auf diesem Hochhaus hockt. Oha. Homunculus Delta diesmal zur Abwechslung. So, erstmal Lebensbalken. Phi Legion. Komm her. Wow, wo kommt das denn her? Oh Gott, und ich kann nur nach vorne schlagen. Also diese Dinger hier kann ich nicht so richtig. Bin ich gerade gestorben? Und ich habe ihm so ungefähr 1 Millimeter von seinem Lebensbalken abgezogen. Naja, ich habe noch 4 Herzchen. Wird schon irgendwie schief gehen. Ich habe noch nicht so richtig raus, was das Viech hier überhaupt mit mir gerade macht. Ey. Okay, Kettenfessel bringt hier wahrscheinlich herzlich wenig. So, ich bleib jetzt einfach mal... Hey, ja klar, er haut trotzdem genau auf mich drauf. Ich dachte, er haut auf diese... auf diese Dinger drauf. Und wenn ich da einmal am Boden liege, dann ist er auch vorbei, oder was? Das wird ja noch lustig werden hier. Okay, nächstes Mal, wenn er diese Dinger schmeißt, dann muss ich ja vielleicht doch ein bisschen mehr einfach hin und her rennen.
Okay, explodieren tun die Dinger auch noch. Ich werde hier auch mal wieder auf die Fernangriffswaffe wechseln. Oh. Okay, hier rechts wird man nicht erwischt. Das ist gut. Oh, da bin ich so schnell nicht weggekommen. Mann, ey. Ja, okay. Ich muss doch irgendwie in der Mitte stehen bleiben, sonst komme ich da nicht so schnell weg. Eieiei. Ach man, ich muss auch darauf achten, dass das Ding da nicht vor irgendeinem Hindernis steht. Wow, das war knapp gewesen. Okay, ganz links oder rechts hier ist er natürlich auch eher schlecht. Natürlich. Ich stehe einen halben Meter daneben und er schafft es trotzdem, mich zu erwischen. Oh, ich bin schon wieder gestunt. Kann nicht wahr sein, echt. Ich habe das Gefühl, die Legion, ja, die schießt auch irgendwo hin, wo sie keine Ahnung hat, wo. Vielleicht ist jetzt mal hier sowas besser. Was tut er denn jetzt schon wieder? Ey, Hilfe, jetzt geht's ja noch aufwärts, oder wie? Okay, zweimal gestorben in diesem Kampf. Sehr schön, dass dieses Kapitel auch erstmal mit einem fetten Bosskampf beginnt. Wo bin ich jetzt? Welche Waffe habe ich hier gerade? Irgendwie wurden wir hier umgehauen, habe ich den Eindruck. Sag mal, schieß doch einfach mal, anstatt hier Spökes zu machen. Ja, genau, er fetzt uns hier einfach weg. Auf dieser Mini-Plattform, ey, leck mich am Sack, echt. Ey, sag mal, was soll ich da machen? Ein drittes Mal gestorben. Ich schätze mal, wenn ich hier stehen bleibe, kriege ich jedes Mal diesen Strahl ab. Und wenn ich direkt an seinen Füßen stehen bleibe oder an seinen Händen, ja, kriege ich da jedes Mal in die Fresse geboxt. Ich denke mal, das sind so die Alternativen, die ich grob habe. Ja. Nein. Oh, dann bleiben wir doch hier. Wo ist jetzt die Waffe, die ich haben will? Da. Kann ich hier mal irgendwie... Danke. Ich meine, ist ja schön, dass hier jetzt gerade ein fetter Bosskampf nach dem anderen irgendwie kommt. Okay, man sieht es immerhin, wenn er sein Maul aufreißt. Ja, das habe ich jetzt mittlerweile verstanden.
und ich bin tot, weil ich in den Abgrund gefallen bin. Eigentlich wollte ich mich heilen. Kann ich hier mal bitte... Danke. Okay, wir haben's. Meine Fresse, ey. Okay, ich glaube, ich habe alle meine Tode verbraucht. Kann das sein? In diesem nervenaufreibenden Kampf. Es ist immerhin noch ein C geworden. Ja, das würde man, glaube ich, besser hinkriegen, wenn man so ungefähr weiß, was dieser Boss überhaupt schon mal macht. Aber das war jetzt doch beim ersten Mal irgendwie alles ein bisschen komisch gewesen. Und bin ich aber gespannt. Na gut, ich habe noch so ein paar Batterien. Ich könnte mir noch ein, zwei Continues wiederherstellen für den Rest des Levels. Einerseits muss ich an der Stelle auch sagen, denn die Party geht ja mittlerweile gut ab, kommen schon viele fette Bosskämpfe, aber es sind halt jedes Mal diese Homunculus-Viecher, ne, die auch gar nicht so großartig anders aussehen. Hey, can you hear me? I followed Jenna through a gate, but what are you doing here? Ja, was mache ich hier? Ich habe das Homunculus bekämpft. You can see that thing from over where you are, right? Jo. It's another homunculus. Ja, klar. It's not ready to hatch yet, but it's still absorbing chimeras. I guess Jenna figured it'd be easier to feed if it was closer to the food. Okay. Look at the size of that thing. She's obviously got big plans for it. A homunculus that big could be unstoppable. Let's crack that egg before it's too late. Da bin ich auch für dann, bevor ich hier jetzt noch so einen Bosskampf in diesem Kapitel hinter mich bringen muss. So, ich habe noch eins von vier Herzen, okay. Sollte ich das auch noch verlieren, müsste ich mir dringend mal wieder was eins herstellen. Das Zeugs dafür. Ach so, Batterie. Ich habe doch Batteriezellen Mini gekauft, oder? Ich verstehe es nicht. Energiedose auch nicht so richtig. Nee, falsch. Medizin, Batterie. Also ich kann echt schwören, ich hätte sowas gekauft. Oder kann man das bei der Medizinerin da im Hauptquartier nicht kaufen? Doch, Batteriezelle. Mini. Und ich habe hier doch das Verbrauchsmaterial hingelegt, das, das, was sich von selbst auflöst, wenn man das Level verlässt. Und wenn man davon nichts hat, fällt er doch automatisch eigentlich auf das andere Zeug zurück. Ich habe sogar eine Batteriezelle Maxi. Aber die will ich jetzt eigentlich gerade nicht benutzen. Wo sind denn die Batteriezellen Mini? So, jetzt haben wir nämlich aber wieder zwei Herzen. Nichtsdestotrotz verstehe ich nicht, warum man die hier nicht benutzt. Ah ne, es ist umgekehrt, ne? Nein, es ist umgekehrt. Ich muss die permanenten Dinger hier hinlegen und der benutzt im Zweifelsfall zuerst die nicht permanenten Dinger. So rum wird ein Schuh raus. Mist. Voll vertan. Wo ist es denn jetzt? Ich muss hier doch noch mehr Batteriezellen Mini haben. Da. So. Zuweisen. Und zwar genau hier. Ja. Die Energiedosis, die müsste ich eigentlich auch mal gegen eine permanente einwechseln. Wenn wir sowas hier haben. Energiedosis. Da. Oh Mann, da hätte ich mir wahrscheinlich das eine Game Over bei dem einen Bosskampf vor ein paar Folgen auch sparen können. Hätte ich das. mein Interface war noch nicht richtig konfiguriert. Da ist was zum Schießen. Eine Komplettheilung haben wir gefunden. Sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt mal gucken, wie wir den wachsenden Homunculus da hinten irgendwie mal kaputt kriegen. Ich habe noch nicht so recht die Idee, was wir da tun sollen, aber wir begeben uns erstmal in die Nähe.
erstmal runtergeschossen, damit das Homunculus nicht mehr wachsen kann. Waren hier nicht noch mehr von den Viechern? Kann ich da reinschießen? Zack. Nee, da passiert nicht viel. Ich könnte schwören, ich hätte... Achso, da hinten sind sie alle. Zack. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Da unten klebt auch noch einer. Oh, falscher Knopf. Na, kommt da dran? Noch weiter links. Achso, hier brauche ich jetzt wieder meine Axt Legion. Zack. Sehr gut, Axt Legion. Aber ansonsten hätte ich gern lieber meine Pfeil Legion dabei. Die ist ein bisschen flotter als du. Da ist noch einer zum Abballern. Kriegen wir den von hier? Ja, ne? Zack. So, den muss ich wohl da reinschieben, oder? Den dicken Block hier? Oder muss ich einfach hier drauf treten? Nö. Das reicht dann wohl nicht. Alles easy. Oh ne, ich muss schon gucken, dass es passt, wa? Er fällt schon wieder fast runter. Der alte Hampel. Und da muss ich jetzt wieder... Mann, jetzt gibt es ja noch Doppelkombos. Cool, cool. Roms. It's no use. I lost Jenna's biosignal. She may have already left the astral plane. But it looks like she left plenty of tentacles and mini homunculi behind. Mini homunculi. Geil. Legions-Aktion. Die Legion erzeugt ein Schild der Flammen- und Giftgasabwehr. Drücke L, um eine Defensivposition mit dem Schild einzunehmen. Ah, das ist natürlich kühl. Nee, ich muss ja erst... erst muss ich wechseln. So, und jetzt können wir hier durchstapfen. Das finde ich cool. Und ihr seid die Mini-Homunculi oder was? Macht so ein bisschen den Eindruck. So, das ging ja zügig. Hoppla. Oder hätte ich erst diesen Block da füllen müssen? Wow. Hätte ich hier erst was reinschieben müssen und es dann zum Explodieren bringen müssen? Ach komm. Okay, ich hätte wahrscheinlich erst diesen Block darüber schieben müssen, ne? Habe ich mir damit jetzt was verbaut? Das kann mir jetzt wahrscheinlich niemand so genau sagen, ne? Ob ich mir damit was verbaut habe.
Können wir wieder in diese Position hier gehen? Danke. Okay, was haben wir hier? Falscher. Ah, nichtsdestotrotz, wir können mal eher auf die Heildinger hier auch gehen. Hier muss ich was mit meiner Schwert-Legion machen. Okay. Interessant, aber da hinten war auch noch was. Scheiße, ich glaube, ich hätte echt... diese ganzen Steine hier wären weggesprengt worden und dahinter ist was. Hätte ich das hier vorher alles richtig zusammengeschoben. Das ist natürlich maximal bescheiden gelaufen. Da ist auf jeden Fall eine Truhe da hinten. Komme ich da wohl von hier dran? Na, nee, ich hau genau vor die Kante da. Sowas dachte ich mir schon. Ach man, ich hab jetzt auch keinen Bock, da 10 Versuche zu investieren, um dann mein ganzes Leben zu verlieren. Ach, hier hinten bin ich wieder aufgewacht, okay. Ach, wenn ich das Ding zerstöre hier, dann ist das ganze Gaszeugs wahrscheinlich auch weg. Jo, und irgendwas Gelbes ist gedroppt. Perfekter Ruf, plus 25%. Oh, da ist noch so ein Dingen und eine Truhe. Medizin Maxi. So eine Medizin Maxi gönne ich mir jetzt auch einfach mal. Ach, Mann. Das hier ärgert mich, aber ich kann es jetzt gerade erstmal nicht mehr ändern. So, du zersägst den mal. Ja klar, er kommt gemütlich auf mich zugestapft, um mich einmal zu hauen. Okay, okay, okay. Goodie, soll ich das hier draufstellen oder wo ist es genehm? Wenn ich das hier jetzt kaputt haue, dann sprengt sich hier ein bisschen was. Okay, vielleicht könnte ich es einfach hier reinschieben. Da hinten, ah ne, da hinten, wo das blaue Dingen ist. Ja, dann fangen wir doch mal da an, würde ich sagen. Aber ich muss sagen, was diese ganzen Rätselelemente und so angeht, da ist es auf jeden Fall deutlich anders als Bayonetta, muss ich sagen. Bayonetta war doch in der Beziehung eher simpel gestrickt. Können wir das hier nochmal irgendwie ändern? Ah ja, nee, jetzt kannst du weiterziehen. Oder kann ich es von hier aus einfach rüberschieben? Ach so, ich kann es auch von hier aus einfach rüberschieben. So, jetzt gehst du mal darüber und machst den. Wow. Ah ne, hier geht's gar nicht weiter für mich. Naja, doch dann eher so. Ach so, haben wir schon fertig. Okay. So, ab geht's. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe ja, das reicht wohl, damit wir das Ding da kaputt kriegen. So, dankeschön. Och, komm, ehrlich. Und jetzt ist mein... Oh, nee, komm.
Das ist doch jetzt schon wieder weg. Vergiss es. Wir machen erstmal die Lila Rauchschwaden hier kaputt. Ach, es war sogar immer noch da. Was? So lange? Naja, egal. Dann gönnen wir uns mal hier eine. So, hier ist schon wieder sowas, um einen Block dahin zu schieben. Ich weiß nur noch nicht, wo ich den nehmen soll, ehrlich gesagt. Ach, da ist auch noch eine Kiste. Ein Premium-Materialcode, sehr schön. Moment, ich kann... das wollte ich gar nicht. Nicht gesehen, dass es da in den Abgrund geht. Ich kann die Legion eigentlich auch zwischen den Leveln weiter skillen, ne? Das könnte ich eigentlich auch mal angehen. So, eigentlich geht's hier weiter, ne? Da hinten ist aber wieder so ein Kasten, den ich ziehen kann. Die Frage ist, den könnte ich dann da hinziehen, aber was bringt er mir an der Stelle? Eigentlich gar nichts, oder? Er ist ja auch keine Verlängerung für irgendeine Sprengung oder so. Naja, egal. Ich mache jetzt erstmal das Ding da auf. Ich glaube, anders komme ich hier eh nicht weiter. Ach, ernsthaft? Das Viech steht da neben dir und du machst deinen Schuss auf die Wand, ja? Ey, da konnte ich auch schon wieder ausflippen. Wie dumm kann man sein, Legion, ja? Wie dumm. Also die Mitstreiter-KI ist auch noch verbesserungswürdig, würde ich sagen. Kann ich die kaputt machen? Nö, irgendwie nicht. Na, das funktioniert nicht so richtig gut. Du darfst da auch angreifen. Naja, will er gerade nicht anscheinend. So. Was ist das hier? Ach so, damit habe ich die Dinger kaputt gemacht. Okay. Ja, sieht, macht für mich irgendwie keinen Sinn, das Ding da hinten hinzuschieben, ne? Von daher machen wir auch hier, erstmal das da wieder kaputt. Die Kamera in dem Spiel macht, was sie will, ja? Ich kann sie hier nicht nach unten nehmen, also Katastrophe. Man könnte ja irgendwie mal die Übersicht gewinnen, die man haben möchte, ne? So, und hier, was mache ich hiermit? Kann ich hier hin, ja? Weil hier was zum Einsammeln liegt. Eine Batteriezelle Mini. Ah, das ist nett. Dankeschön. Jo, danke Kamera. Ich frage mich ja auch immer noch, ob es hier hinten irgendwie weitergeht. Aber dafür müsste ich ja, wenn mal... so ein Explosionsteil hier hinschieben können und sowas gibt es hier einfach nicht. Naja. Naja, naja, naja. So, ich glaube zum Abschluss gucken wir jetzt nochmal, was mit meiner Legion ist. Ob ich hier neue Sachen lernen kann. Weil ich habe ja jetzt hier so coole Codes gefunden. Achso, die unten Sachen hier, die konnte ich nicht lernen, weil... Ach so, damit zwingen sie einen auch den ganzen Skillbaum zu lernen, ne? Naja gut, das Ding kann ich jetzt auch noch lernen. Was haben wir hier? Werte, Effekte bleiben auch nach zurückschicken, obwohl, ne, eigentlich nicht. Ah, what the fuck, ich weiß nicht, was kommt und muss alle meine 4 Premium-Codes dafür ausgeben. Ist das deren Ernst? Ich nehme erstmal das, was ganz hier unten ist.
Ein weiterer Fähigkeiten-Slot. Ernsthaft? Und dafür habe ich jetzt mein Zeugs hier verbrezelt. So, Fähigkeiten-Slot wurde erhöht. Ja, dann teilen wir noch irgendeine Fähigkeit zu. Abklingzeit minus 8% ist eigentlich auch nicht so schlecht. Dann kann ich die Fähigkeiten noch öfters einsetzen. Ich nehme lieber noch Abklingen. Hey, wo ist es denn jetzt hin? Jetzt habe ich mich irgendwie hier wieder verklickt. Oh Gott, ganz woanders. Ich war doch gerade noch irgendwo Abklingzeit minus 18%. Das nehme. Nein. Das nehmen wir lieber hierfür, ja. Und erhöht die Fundrate von Gencodes. So. Abklingzeit minus 18% und Superrüstung Alpha. Guti, dann würde ich sagen, mit der Konstellation kämpfen wir beim nächsten Mal weiter. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.